So ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu einem ganz speziellen Spoiler-Talk. Wir quatschen heute, oder ich quatsche heute, nicht alleine über Godzilla Minus One. Ich quatsche heute nicht alleine über Spoiler, das werde ich jetzt hier nochmal ganz oft sagen, damit auch wirklich niemand auf die Idee kommt, in die Kommentare zu schreiben, Alter, du hast aber gespoilert. Es steht im Thumbnail, es steht hier oben an der Seite, nee, da an der Seite rechts, und ich werde es noch ganz oft wiederholen, bevor das Intro eingeblendet wird. Zuallererst will ich aber hier meine beiden ganz besonderen Gäste und auch Spezialisten in Sachen Godzilla vorstellen. Wir haben zum einen, man kennt ihn von seiner Stimme, er ist das Gesicht von Filmstarts, Sebastian. Ist heute, glaube ich, dein drittes Mal hier sogar auf dem Kanal. Mein Lieblingsvideo mit dir ist das, wo du bereits Jurassic World Dominion schon im Kino sehen konntest und du mir aber nicht sagen durftest, wie schrecklich der Film wird, und ich habe dir erzählt, was ich von dem Film erwarte, und das wird so genial und ist sehr lustig im Nachhinein. Wenn man mal auf deine Reaktion schaut, wenn ich bestimmte Sachen von mir gebe. So, zu meiner Rechten, nein, da ist jetzt hier zu meiner Rechten, seht ihr den lieben Pandamann, einen Ehrengast und auch einen Gast, der eigentlich hier relativ häufig zugange ist, ebenfalls ein Godzilla-Spezialist. Wie geht's dir, lieber Herr Pandamann? Guten Tag, ja, mir geht's gut. Gut geschlafen. Kakao steht bereit. Sehr gut, also keiner von uns ist aber richtig fit, oder? Wir erklären jetzt hier nicht aus welchen Gründen, aber keiner von uns ist jetzt wirklich bei der Sache eigentlich im Endeffekt. Das kann ja nur, das kann ja nur gut werden. Okay, also ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, werden aber heute auf jeden Fall große Spoiler aussprechen. Wir sprechen über die gesamte Geschichte von Jurassic World. Jetzt komme ich beim Twist nicht mehr rum. Von Godzilla Minus One natürlich. Bevor wir aber jetzt mit Godzilla Minus One starten, habe ich noch eine andere Frage. Denn Godzilla Minus One ist ja aktuell nicht mehr das aktuellste aus dem Godzilla-Universum. Wir haben einen Trailer bekommen, über den sich gefühlt die halbe Welt aufregt und die andere Hälfte sagt, es ist eigentlich ziemlich genial. Wir reden hier über den Trailer von Godzilla and Kong. Das X in dem Titel ist wirklich stumm tatsächlich. Der Film heißt einfach nur Godzilla Kong, was vielleicht nicht unbedingt für den Film spricht. Allerdings hat der Trailer mir sehr gut gefallen. Sebastian, ich wäre jetzt mal gespannt darauf, von dir zu erfahren, was du zum neuen Trailer von Godzilla and Kong sagst. Ich bin nicht so Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich auch so das Gefühl habe, okay, das wird so eine Mogelpackung werden, wo Godzilla wahrscheinlich dann wirklich erst im letzten Drittel eine wirklich große Rolle spielen wird, weil ich finde, alles, was man so im Trailer sieht, ist ja schon mehr auf Kong fokussiert. Und ich weiß, dass Adam Wingard damals nach Godzilla vs. Kong ja auch irgendwie so immer wieder ins Internet geworfen hat, dass der nächste Film dann so eher in die Richtung Son of Kong gehen soll. Und dann haben wir ja den kleinen Baby Kong auch hier irgendwie im Trailer. Und wir haben ja den, wie heißt er, Scar King? Den roten Affen. Und genau. Wir sehen ja noch sehr viele andere Affen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird mehr so ein King Kong-Film, der halt dann wirklich auch diese ganze Hollow-Earth-Geschichte nochmal wieder so ein bisschen mehr aufgreifen wird. Da ich halt schon ja wirklich sehr, sehr lange zu Team Godzilla gehöre, ist das einfach so der Punkt, wo ich sage so, ah, sorry Leute, also mit Kong kriegt ihr mich nicht so richtig. So, das juckt mich ehrlich gesagt auch nicht so. Und deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch, so was den Film angeht, weil ich auch sagen muss, ich fand die Effekte jetzt nicht so geil. Gerade so Baby Kong sieht noch ein bisschen traurig aus so. Und wenn ich mir überlege, dass wir nächstes Jahr dann auch noch Planet der Affen 4 kriegen werden, wo wir es ja dann auch nochmal mit einer Affenhorde zu tun bekommen, weiß ich nicht. Warte ich tatsächlich erstmal irgendwie noch ab, wie da so die Trailer-Kampagne denn an sich sein wird. Aber im Augenblick bin ich da noch nicht so drin in Godzilla X Kong, so wie ich es ja selber immer gesagt habe. Was ich jetzt besser weiß. Ja, lieber Pandamann, du hast ja auch als Kritik mit angebracht gehabt, dass es dir zu viele Affen in dem gesamten Film geht. Du hast damals im Teaser auf jeden Fall zu mir gesagt, es nervt dich jetzt schon, dass sie als neuen Bösewicht jetzt einfach wieder einen Affen haben. So, das ist ja quasi dasselbe wieder, so ähnlich wie in Godzilla vs. Kong. Wie stehst du jetzt zum Trailer, den du ihn gesehen hast? Ich muss tatsächlich sagen, ich bin da ganz auf Sebastians Seite.
Ich finde es halt auch blöd, dass Godzilla halt hier wahrscheinlich, man weiß es ja nicht genau, wieder sehr unterrepräsentiert wird. Ne? Wir haben es ja schon in Godzilla vs. Kong gesehen, da war er ja auch eher eine Nebenfigur. Und ja, im Prinzip denke ich halt auch, dass er halt echt bis zum Ende irgendwie dann in seinem Kokon schlafen wird, in seiner Festung der Einsamkeit, bis er dann rauskommt und dann mit pinken Strahlen Scar King platt machen wird. Ja, weiß nicht. Also, warum sie es nicht einfach Kong nennen, weiß ich auch nicht. Ne? Wobei doch, ich kann es mir denken, weil Godzilla halt einfach sehr zugkräftig ist, aber ja. Bin ich halt auch erstmal nicht von begeistert, vor allem weil die Monster auch wieder so wirken, als hätten sie kein Gewicht, schon im Trailer eigentlich. Als wären sie halt wieder so Martial Arts Kämpfer, die einfach durch die Gegend rennen und weiß nicht. Also, das wirkt alles so noch unfertig, ne? Hattest du ja auch schon gesagt, das ist, weiß nicht, bin da auch noch nicht so ein Fan von. Aber Gut, ja, aber überraschend. ja, gut, ich will es jetzt hier auch gar nicht wieder verteidigen. Ich bin normalerweise immer der Erste, der über den neuen Marvel-Trailer meckert. Es ist immer alles dasselbe, es ist immer alles der gleiche Mischmasch. Und jetzt kommt der Trailer raus zu Godzilla End Kong. Und ich habe mich einfach tierisch drüber gefreut, dass es halt mal was ganz anderes zu sein scheint. Die gehen jetzt mehr in so eine Goofy-Comic-Richtung, vollkommen klar. Aber das hatten wir bei Toho eigentlich auch früher gehabt, bin ich der Meinung. Und daher müssen wir halt mal abwarten, was dabei jetzt wirklich rumkommt. Das heißt, ihr werdet euch den Film auf jeden Fall ansehen, habt da jetzt aber nicht große Erwartungen, dass da ein Meisterwerk draus wird. Na, erstmal nicht, nee. Also, wie gesagt, ich bin gespannt, was das noch wird, weil es gibt ja jetzt dann auch schon die Theorien, oh, das ist überhaupt nicht mehr der richtige Godzilla, den wir ja von Godzilla vs. Kong noch kennen. Deswegen halt auch irgendwie der pinke Atomic Breath und sowas alles. Aber ja, da bin ich, wie gesagt, ich stelle mich heute auf die Seite von Pandaman und sage halt auch so, okay, also. Mir reicht jetzt so ein bisschen mit den Affen. Ich fand auch tatsächlich im Monsterverse Kong nie so spannend, obwohl ich Kong Skull Island echt cool fand. Aber so danach, Godzilla vs. Kong, war mir das relativ egal, weil ich muss auch sagen, so diese ganze Monsterverse-Thematik ist mir zu sehr so ein Anteasern. So gefühlt in jedem, zu jedem neuen Film heißt es denn, oh, und dann gehen wir noch tiefer in die Mythologie von Monarch rein und oh, und dann werdet ihr mehr über den Ursprung der Titanen erfahren und dann bist du halt irgendwie, und du hast immer noch so viele offene Fragen, hier diese komische Unterwasserstadt da in King of the Monsters oder halt, was wir jetzt zum Schluss gesehen haben, dieser komische Thron da, dieser Thronsaal, auch bei Godzilla vs. Kong. Und ich habe jetzt noch nicht in die Apple TV Plus Serie geguckt. Das hebe ich mir so ein bisschen auf jetzt für die Feiertage. Aber ja, weiß nicht. Ist halt auch wieder so dieser Punkt, so, der mich zum Beispiel so bei Star Wars dann auch aufregt, wenn es dann immer heißt, oh, um den Film jetzt zu verstehen, musst du halt die Serie geguckt haben oder das Buch gelesen haben. Und ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, das Monsterverse geht in die gleiche Richtung, so nach dem Motto, oh, aber also wenn du Monarch nicht geguckt hast, ja, dann ist ja klar, dass du das und das nicht verstehst. Und ja, und ich meine, dass sie so ein bisschen in so eine Goofy-Richtung gehen wollen, gut, hat Toho halt auch viel gemacht, aber hier finde ich, ist es mir dann trotzdem noch zu ernst und seriös aufgezogen, als dass ich da sagen kann, ja, okay, ich kann da jetzt von vornherein ein bisschen mehr drüber lachen oder so. Dann warten wir es auf jeden Fall mal ab, weil du eben gerade auch Monarch erwähnt hast. Du kannst, wenn du die Serie geschaut hast, mir mal bitte Bescheid sagen, was du von Episode, was war das gewesen? 5? 4 war das, glaube ich. 4. Was du zu Episode 4 sagst. Merk dir bitte Episode 4. Warte, ich schreibe mir das auf. Ich schreibe Ja. ich habe hier, ne? Schreibe ich mir auf. Episode 4. Okay. Weil der liebe Pandaman und ich, wir schauen wöchentlich die Episoden. Ja, das habe ich schon mitbekommen, ja. Und an sich finde ich die Serie ganz angenehm. Die kann man ganz gut weggucken. Nur Episode 4 ist, ich sag mal so, wir haben uns danach gefragt, warum gibt es diese Episode? Das war ganz seltsam. Also da ganz, ganz komische Sachen. Und weil du auch gesagt hast, die beantworten mit Monarch wahrscheinlich Dinge, die du jetzt wissen musst. Nee, die machen noch mehr Fässer auf, die du danach nicht verstehst. Gut, dann kommen wir jetzt aber einfach mal zum Hauptthema, würde ich sagen. Ihr seid ja alle beide sehr wahrscheinlich sogar mehr Godzilla-Experten als ich. Ich bin eingestiegen mit Godzilla 19, ach 1900, Quatsch, 2019 sogar erst, als Godzilla vs. Kong der Trailer erschienen ist. Da habe ich angefangen, das alles so ein bisschen nachzuholen.
Ihr habt ja beide eine wesentlich längere Historie als ich mit Godzilla. Sebastian, kannst du mal erzählen, was dich mit Godzilla verbindet? Ich habe den ersten Film damals, glaube ich, mit 10 oder 11 bei meiner Oma geguckt und war halt damals sofort hooked, wenn meine Oma sich nur dachte, was guckst du da für einen Scheiß, warum wird das hier alles kaputt gemacht und so. Und seitdem habe ich irgendwie damals so wirklich jeden Godzilla-Film, den ich gucken konnte, die auch irgendwie früher noch ein bisschen regelmäßiger so im Fernsehen liefen, geschaut. Und ich habe vor, ich glaube 3 Jahren oder so, habe ich wirklich mal fast alle geguckt. Also ich glaube, ich komme, wir sind ja mit Godzilla Minus One sind wir bei 33 Toho-Godzilla-Filmen. Krass, okay. Ich glaube, ich habe 30 davon gesehen. Also mir fehlen irgendwie so ein paar Obskure, an die ich dann nicht so richtig rangekommen bin. Aber ansonsten habe ich die fast alle gesehen, mag sie halt auch irgendwie total gerne, so, weil Godzilla, gerade der erste Teil, über den wir ja heute mit Godzilla Minus One noch ein bisschen mehr sprechen müssen, ist absolut fantastisch. Und bei den Fortsetzungen hängt es am Ende immer so ein bisschen davon ab, okay, was haben sie für ein Monster, wen bringen sie mir da um die Ecke, und da kann ich halt manche Sachen mehr abfeiern, manche Sachen weniger abfeiern, und da hängt dann einfach viel davon ab, so, okay, welchen Monstergegner magst du am Ende mehr? Mich hatte letztens auch irgendwie jemand gefragt, oh Sebastian, wo sollte ich denn bei Godzilla so anfangen? Wo ich meinte, naja, auf jeden Fall 1954, und danach guckst du halt so ein bisschen, was spricht dich von den Gegnern her an? Bist du mehr so Team King Ghidorah oder Mechagodzilla oder keine Ahnung, Gigan oder wer da, oder Biollante oder was weiß ich, was da irgendwie alles so, da ist ja wirklich eine herrliche Reihe von Schurken, die damit bei ist. Und das, finde ich, hat Godzilla für mich halt auch immer so ausgemacht. So, dass er natürlich auch bei Toho dann irgendwann in diese Richtung gegangen ist, okay, er kämpft jetzt mehr für die Menschen, als dass er noch für das steht, was er am Anfang war, nämlich so diese Angst vor der ganzen Atombombe und Atomgeschichte und sowas alles. Sondern dass er nachher halt auch irgendwo so ein bisschen so eine Art, ja, grüner Superheld wurde, der sich dann gegen andere große Monster stellte. Aber es ist eine tolle Reihe, die sehr viel Spaß macht, und ich liebe einfach auch, dass du diesen Film halt gerade am Anfang ansiehst, okay, da sind halt Typen in einem fetten Gummianzug, die durch so Modellstädte laufen und sich da prügeln, so. Das hat einfach echt den Charme, so. Das muss man natürlich auch mögen, aber es ist sehr, sehr toll. Würdest du das gerne auch machen, wenn Toho jetzt bei dir anrufen würde und würde sagen, pass auf Sebastian, wir haben hier ein Godzilla-Kostüm für dich, renn mal bitte als Godzilla durch unsere Modellstadt und hau einfach alles platt. Ey, was ist denn das für eine Frage? Also wenn ich sagen kann, im 34. Toho Godzilla, so, das bin ich in dem Anzug, so was. Und ich meine, mittlerweile, wenn die so Anzüge machen würden, das ist wahrscheinlich einfacher als das, was sie früher hatten, so diese Horror-Stories, die man dann gehört hat von dem armen Kerl, der da drin steckte mit den ganzen Luftschlitzen und keine Ahnung was, so, die mittlerweile, also ohne Frage, wäre ich sofort dabei. Also wenn Toho jetzt dieses Video sieht, meldet euch bei mir, ich mache euch den nächsten Godzilla. Sehr gut, sehr gut. Großer Godzilla. Godzilla versus die blonde Gefahr wäre auch ein schönes Crossover. Sehr gut. So, lieber Herr Panda, jetzt bist du dran. Wie ist deine Backstory zum Thema Godzilla? An Godzilla hat mich tatsächlich, wie so oft, auch mit Star Wars oder den alten Jackie Chan-Filmen mein Vater angeführt, tatsächlich. Mit denen habe ich halt früher als kleiner Dötz immer auch auf Tele 5, Kabel 1, je nachdem, wo das alles lief, dann immer die ganzen Godzilla-Filme schön Sonntag, morgens, mittags, abends geschaut. Und dann hat sich das irgendwie so fortgeführt, tatsächlich. Irgendwie ist das Thema Godzilla so ein bisschen auch an mir haften geblieben, und dann habe ich natürlich immer, wenn irgendwas Neues rauskam, dann auch direkt mir das Ganze angeschaut. Und ja, Godzilla ist halt Kindheit, ist aber auch so diese Erinnerung an, ne, mit dem Vater halt zusammen das Ganze gucken. Und das ist halt irgendwie alles so ein, ja, um es mal mit neuerer Sprache zu sagen, so ein cozy Thema einfach. Wenn ich da rangehe, dann, weiß nicht, dann habe ich halt gute Laune, freue mich immer, wenn ich den sehe, im Prinzip. Und man hat halt bei Godzilla auch Gefühl für jede Stimmung irgendwie im Film. Wenn man irgendwie eher so nachdenklich ist oder mal ein bisschen was Ernsteres sehen will, dann schaut man sich einen Shin Godzilla oder auch den ersten Godzilla an. Wenn man eher so ein bisschen, ne,
Lust hat auf ein bisschen mehr Blockbuster, ein bisschen mehr Action, dann schaut man sich die ganzen Versus-Filme an oder auch diese ganzen Goofy-Filme, kann man sich ja auch reinziehen, wo Godzilla mit einem Dropkick Ghidorah weggekickt und solche Geschichten. Also, weiß nicht, Godzilla ist schon fast ein eigenes Genre, könnte man sagen, weil da halt so viel wirklich mit drin ist. Man kann sich halt echt immer raussuchen, worauf man gerade Lust hat, und das mag ich halt so gerne. Jetzt will ich aber nochmal, jetzt muss ich ganz kurz einfach nochmal den Bogen zu Hollywood-Godzilla spannen. Findet ihr, dass das Monsterverse verstanden hat, was Godzilla ist? Weil nach dem, was ihr mir jetzt gerade erzählt, ist da ja so dieses ganze Leidenschaft, diese schon Liebe zum Detail, auch wenn das Männer in Gummikostümen sind. Ist Hollywood da nicht einfach wieder so eine lieblose Massenproduktion dagegen? Ja, ist halt schwierig zu sagen so. Ich finde, die machen da halt so ihr eigenes Ding draus. So, ne? Das ist ja auch irgendwie okay, wenn man sagt so, ja, ist wie wenn wir über Buchadaption sprechen oder Videospielverfilmung oder so. Ganz recht wirst du es den Fans nie machen. Aber ich finde gerade, was Gareth Edwards so im ersten Teil gemacht hat, kommt schon irgendwie so auch an das ran, was ich mir von Godzilla erhoffe. Natürlich war mir im ersten Teil ein bisschen zu wenig Godzilla und zu viel die ganzen anderen Motus da, aber nichtsdestotrotz fand ich das nicht schlecht, und sie verbinden es natürlich dann auch viel mehr mit King Kong, weil sie da natürlich eher die Rechte haben. Hier mussten sie sich ja dann mit Toho so ein bisschen darauf einigen, zu sagen, okay, ja, solange wir jetzt Monsterverse machen, macht ihr erstmal keinen Toho-Godzilla, außer diese furchtbare Netflix-Trilogie da mit diesem animierten Godzilla. Boah. Ich fand die nicht schlecht. Also das fand ich richtig schlimm. Also das, dass man das auch noch wirklich offiziell dazu zählen muss, ist irgendwie traurig. Aber so finde ich es cool. So ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, weil die jetzt das Monsterverse auch so ein bisschen in Richtung MCU drängen, habe ich zumindest so das Gefühl, ne, jetzt gibt es noch die Serie und jetzt wird das irgendwie so weiter ausgebaut, und ja, muss man gucken, so, aber am Ende des Tages finde ich das legitim, dass sie das so gemacht haben, und es macht mir jetzt nicht meine Toho-Godzilla-Erinnerung kaputt oder irgendwie sowas. Nee, das ist ja das Schöne, die Toho-Filme bleiben ja trotzdem. Und eines der schönsten Sachen ist hier einfach, dass sogar wenn man jetzt eben sagt, hier das Monsterverse passt mir nicht so wirklich, haben wir immer noch unsere Toho-Filme auf der anderen Seite. Unter anderem jetzt eben Godzilla Minus One. Und ich habe mir da erst vor kurzem, Sebastian, von dir nochmal ein Video angeschaut. Das hast du, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr aufgenommen gehabt. Und da hast du darüber gesprochen, was deine Prognosen ist, dass der neue Godzilla-Film ja ganz anders werden könnte. Bei Minus One, wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin wie ihr beide jetzt. Ich habe auch bei weitem noch nicht mal 20 Filme gesehen. Bei Minus One muss ich aber wirklich sagen, ich fand, der Film war schon relativ anders als normale Toho-Godzilla-Filme, alleine was die Story angeht. Und auf die kommen wir jetzt gleich mal zu sprechen. So wie ich das bei Godzilla mitbekommen habe von den Filmen, die ich kenne, ist das Monster immer im Mittelpunkt. Und die Menschen sind meistens immer diejenigen, die einfach irgendwie versuchen müssen, das Monster aufzuhalten. Godzilla Minus One geht jetzt ja in eine andere Richtung und erzählt ja quasi zwei verschiedene Geschichten. Einmal ein Nachkriegsdrama, könnte man so sagen, und einmal eben eine Monster-Story. Und verpackt die aber beide zusammen, wo ich finde, dass das unfassbar gut funktioniert hat. Wie ist da eure Meinung dazu, zu der Geschichte von Godzilla Minus One, Sebastian? Ja, kann ich nur zustimmen. Also es ist halt wirklich eine sehr schöne Hommage an den allerersten Film von Ichiro Honda, wo du das ja auch hattest, so dass du ja eigentlich so den Fokus gar nicht so großartig auf Godzilla hattest, auch wenn du da wirklich tolle Zerstörungsszenarien hattest. Aber es ging da ja halt hauptsächlich auch irgendwie um die Menschen und wie sie jetzt halt versuchen müssen, mit diesem ganzen Thema Godzilla klarzukommen. Und hier bei Minus One finde ich es auch echt fantastisch. Das hatte so ein bisschen so weiße Hai-Anlehnungen, dadurch, dass halt Godzilla sehr, sehr viel immer nur so ein bisschen angedeutet wird, bevor wir ihn dann da in dieser Zerstörung von Ginza wirklich mal so in voller Pracht erleben dürfen. Und was du auch sagtest, das ist halt auch so ein Punkt, der stört manchmal dann so bei dem Film, so dass sie nie so richtig wissen, was machen wir denn jetzt so mit dieser Geschichte rund um die Menschen? Ja, wir brauchen die halt, weil irgendwer muss ja
kaputt getrampelt werden und irgendwer muss ja irgendwie versuchen, sich gegen Godzilla zu wehren. Und hier, dadurch, dass man jetzt halt auch in der Zeit quasi wieder zurückgeht, das ins Nachkriegsjapan verlegt und wir ja diesen Kamikaze-Flieger haben, der desertiert ist und jetzt so mit diesem Schuldgefühl lebt. Ich weiß noch, wenn diese Szene kommt, wo er zurück nach Hause kehrt und vor den Ruinen des Hauses steht, wo er früher aufgewachsen ist, und die Nachbarin kommt und sagt so, ja, du bist schuld, weil nach dem Motto, wenn du deinen Auftrag so erfüllt hättest, wie es sein sollte, dann würden deine Eltern noch leben. Aber was sie nicht sagt, ist ja, dann wärst du aber tot, so nach dem Motto. Und so seine Schuldgefühle und wer dann halt versucht, so in diesem Kampf gegen Godzilla da sich irgendwie so ein bisschen zu rehabilitieren und da seine zweite Chance zu finden, zu zeigen, dass er ja doch noch für Japan alles aufopfern kann, fand ich echt sehr cool. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass die menschliche Geschichte mir so nahe geht. Auch diese süße, wenn auch ein bisschen kitschige Liebesgeschichte da mit der Frau und dem Adoptivkind, so. Das hätte es jetzt auch nicht gebraucht, aber ich fand es niedlich. War echt schön gemacht dann mit dem kleinen Mädchen und so. Also ich fand es von der menschlichen Seite her auch echt sehr, sehr gut. Ja. Lieber Herr Panda, du stehst da genauso dazu, denke ich mal. Wir hatten ja nach dem Kino schon drüber gequatscht gehabt. Hat sich deine Meinung geändert? Tatsächlich nicht. Ich fand es auch cool, dass sie hier halt jetzt versucht haben, diese menschliche Story neben dem ganzen, ja, ich nenne es mal Godzilla, Thema, was wir sonst halt immer haben, so ein bisschen nicht nebenher zu laufen lassen, sondern wirklich zu sagen, okay, das ist unser Hauptfokus und Godzilla läuft eher nebenher so ein bisschen. Aber ohne dann zu sagen, okay, ne, dass wir Godzilla dann wirklich vernachlässigen. Godzilla hat auch seine Highlight-Momente, allerdings steht er halt nicht so hundertprozentig im Fokus. Das ist halt wirklich dann eher die Charaktere und das finde ich irgendwie auch ganz schön. Ne, dass wir hier, wie Sebastian auch schon gesagt hat, es ist eigentlich eine kitschige Story, da hat er recht, aber ne, wie bei dir auch, mich hat es halt auch gekriegt. Ich finde das auch irgendwie ganz süß. Ja, deswegen ist schön. Und jetzt will ich aber wissen, wie es dann mit denen weitergeht, mit den drei. Dazu kommen wir auch nochmal zu sprechen dann, wenn wir es über das Ende reden. Ja, finde ich aber auf jeden Fall genauso wie ihr beide. Ich fand auch immer an den Monsterverse-Filmen haben mich die Menschen immer schon sehr gestört. Das war ja alles immer sehr patriotisch aufgebaut und das sind immer die coolen Soldaten, die jetzt nach Hause kommen und da ist man immer umgeswitcht quasi vom Thema Kaiju, Godzilla zerstört irgendwas und dann, ach, jetzt kommen wieder die Menschen dran. Bei Minus One fand ich diese Switche immer wieder interessant. Immer, oh, jetzt kommen die Menschen. Mal gucken, wie es jetzt da weitergeht. Dann gab es wieder einen Cut. Ah, Godzilla, okay. Jetzt geht das eben immer weiter. Und Sebastian, du hattest mal zu mir gesagt, dass du fandest, dass Godzilla ein bisschen zu wenig für dich im Film vorgekommen ist. Du hättest dir gerne ein bisschen mehr gewünscht. Ich finde aber, dass dadurch doch die Gewalt, wenn Godzilla auftaucht, noch wesentlich brachialer rüberkommt. Wenn er dann wirklich mal auftaucht, das sind drei große Momente eigentlich, dann kracht es auch wirklich auf der Leinwand. Hm. Du, also um Gottes Willen, das sehe ich ja auch so. Also ich bin halt einfach nur auch so ein großer Kaiju-Fan, wo ich mir sage, okay, ja komm, irgendwo noch eine kleine Sequenz, so wo irgendwie noch eine Stadt kaputt getrampelt wird, kann ich immer mit leben. Aber natürlich ist es hier so ein bisschen dieses Prinzip weißer Hai, so, ne? Dass wir halt das Monster eigentlich mehr versteckt halten und wenn er dann aber kommt, dann geht es ja richtig rund. Also diese Ginza-Sequenz war Hammer. Also da bin ich auch so happy, dass sie den Film halt jetzt kurzzeitig dann auch ins Kino gebracht haben, weil das hätte meine Soundbar hier nicht so geil rübergebracht wie halt die Kino-Lautsprecher und also das ist schon cool. Ich fand es auch irgendwie sehr, sehr witzig, dass wir ja Godzilla auf dieser komischen kleinen Insel am Anfang erleben, so wo er noch ja wie so eine Art Überbleibsel aus Jurassic-Zeiten irgendwie hier kommt, so ein bisschen wie so ein T-Rex da und wo du denkst so, hä, Moment, wie ist das jetzt noch Baby-Godzilla oder warum ist denn der so klein, so warum funktioniert, und dann wird ja dann doch das wieder damit reingebracht, dass die Amerikaner und die ganzen Tests und sowas alles und dass der dadurch dann auf einmal diese Größe erlangt, fand ich auch geil. Ich mochte auch so ein bisschen die Tatsache, dass sie mit dem Plan, wie sie Godzilla hier dann vernichten wollen, das hat mich so ein bisschen an den Oxygen Destroyer aus dem ersten Teil erinnert. Vor allen Dingen auch in der
Präsentation, wie sie das denn da auch so zeigen, weil ich glaube, im Original siehst du das in so einem Aquarium, wo dann so eine kleine Kugel reingeworfen wird und dann entzieht die irgendwie den ganzen Sauerstoff aus dem Wasser und sowas alles. Ja. Also, und da finde ich, merkst du diesem Film halt schon an, dass es halt auch einfach eine Hommage an den Originalfilm sein soll, gerade auch wenn dieses grandiose Godzilla-Thema gespielt wird. Also wenn das kam und du hast halt dieses Monster, was dann so durch die Gänsehaut pur. Also dieses Thema ist aber auch einfach so perfekt auf diese Figur abgestimmt. Also es funktioniert einfach großartig. Wie war denn da die Stimmung bei dir im Kino? Ja, mega. Also das war tatsächlich keine so, war nicht so voll, wie ich es mir irgendwie erhofft hätte tatsächlich, weil ich in so eine 23-Uhr-Vorstellung gegangen bin, wo sie halt original mit Untertiteln gezeigt haben. Um 20 Uhr lief halt die deutsche Synchro. Und da ich aber an dem Tag auch noch irgendwie zum Essen verabredet war, dachte ich, ja, okay, ich gehe dann um 23 Uhr, dann habe ich es wenigstens auch in OMU. Aber das ging schon gut ab. Also die Leute haben das schon echt gefeiert. Aber da hast du halt auch gemerkt, okay, das sind halt wirklich so die Fans, die das auch wertschätzen können, so dass es jetzt halt nicht irgendwie eine Actionsequenz nach der nächsten ist, sondern dass der Film sich eben halt auch darum bemüht, wirklich eine Geschichte zu erzählen und nicht einfach so ein bisschen, was das Monsterverse halt so häufig macht. Du hast es ja schon erwähnt, so dass man sagt, okay, das ist so ein bisschen ausstaffieren mit Menschen, damit wir halt irgendwann zur nächsten großen Sequenz kommen, wo sich dann halt wieder CGI-Monster die Fresse vermöbeln. Richtig, ja. Ja, gerade das CGI bei Minus One, ich fand das zum Teil extrem gut. Ich weiß gar nicht, ob das Tier generell auch mal eine animatronische Figur war, aber ich glaube, das ist rein CGI. Kann das sein? Weiß das jemand von euch? Keine Ahnung, habe ich mich tatsächlich nicht so mit beschäftigt, aber ich finde dafür, dass das Ding irgendwie umgerechnet 15 Millionen Dollar gekostet hat oder so, ist es schon bemerkenswert. Also ich finde, man hat es manchmal gesehen, so gerade bei den Wassereffekten so, das sah dann nicht immer so hundertprozentig rund aus, aber so, der Rest hat halt einfach gut funktioniert und das Monster sieht ja auch wirklich gut aus. Von daher, also für das Budget, und dann gucke ich mir manche großen 200, 300 Millionen Blockbuster an und denke mir so, na okay, also es geht halt auch immer noch günstiger und anders, ne? Richtig, ja. Fun Fact, auf Twitter soll tatsächlich der Regisseur sogar angegeben haben, die hätten gern dieses Budget gehabt. Also ein bisschen angedeutet, die hatten vielleicht sogar noch weniger, was das Ganze noch beeindruckender macht, wenn es tatsächlich stimmt. Das ist schon krass. Ja, es war ja aber auch nahezu, will ich einfach mal behaupten, alles echt. Jetzt, die werden da auch Greenscreens aufgebaut haben, die werden da auch Sets extra aufgebaut haben, aber die haben halt wenigstens was aufgebaut. Es gibt so viele Filme inzwischen, ich will nicht wieder auf Marvel jetzt rumreiten, aber Marvel macht es ja so, dass du das Gefühl hast, wenn du dir dann Making-of ansiehst, siehst du immer nur einen grünen Hintergrund und irgendwelche Leute an so Seilen. Und du merkst es einfach auch bei den Schauspielern, wenn die irgendwas wirklich Echtes um sich rum haben, das ist eben einfach so. Jurassic Park ist das beste Beispiel. Die Saurier in Jurassic World, die sind nicht mehr wirklich echt, weil sie einfach auch nicht echt sind. Und die Schauspieler agieren mit denen, als wären die auch nicht echt. Und das merkst du einfach. Ganz kurz nochmal zur Synchro. Weißt du, wie die deutsche Synchro, oder sagen wir mal so, wer die Hauptfigur in der deutschen Synchro spricht, Sebastian? Nee, tatsächlich nicht. Wie gesagt, habe ihn nicht auf Deutsch geguckt. Das könnte dich ein bisschen irritieren, wenn du ihn mal auf Deutsch schauen solltest. Ich habe irgendwann nur gewartet, bis die Hauptfigur noch schreit, Gum, Gum, und Godzilla einfach voll ein auf die Schnauze gibt. Denn es ist wirklich der deutsche Sprecher von Ruffy, der die Hauptfigur spricht. Okay, krass. Ja. Okay, das klingt schon fast wieder interessant, dass ich mir, wenn ich mir den auf Blu-ray kaufe, dass ich mir den vielleicht doch mal auf Deutsch anbringe. Mach das mal. Also wenn du da manchmal die Augen zumachst, denkst du dir, okay, interessant. Ruffy trifft auf Godzilla. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, dachte ich halt auch so, oh nein, jetzt haben die deutsche Stimme von Ruffy, das passt ja gar nicht. Aber stimmt. Er hat sich echt gemacht, muss ich sagen. Du warst davon nicht so begeistert wie ich, und dann habe ich aber gesagt, schau dir mal The Walking Dead auf Deutsch an. Bis du realisierst, dass Rick Grimes vom Synchronsprecher von Alan Harper gesprochen wird. Und dann ist das für dich fertig, das Thema. Dann geht das gar nicht mehr klar. Wir hatten eben gerade noch angesprochen gehabt, dass ja auch bestimmte Anleihen an Godzilla 1954 so rum im Film mit dabei waren. Mir sind da jetzt noch ein paar mehr auch aufgefallen. Wir kommen nämlich gleich mal auf die Frage, ob man diesen Godzilla als eine Art Reboot oder Remake sehen könnte.
Denn es gibt bestimmte Dinge, die wirklich fast eins zu eins übernommen wurden. Das sind bestimmte Kameraeinstellungen, wie zum Beispiel als Godzilla in Minus One den Zug packt und den nach oben hält. Da gibt es so ein 1:1-Bild nebeneinander. Das ist wirklich der Shot aus dem allerersten Godzilla-Film. Dann, du hast eben gerade, Sebastian, den Oxygen Destroyer angesprochen. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich am gesamten Film habe. Ich habe so das Gefühl gehabt, die wollen jetzt aus Zwang diesen Oxygen Destroyer irgendwie mit einbauen, aber ein bisschen verändern. Aber dass der Zuschauer immer noch merkt, okay, das ist der. Weiß ich dann halt nicht. Könnte dieser Film als Remake zum allerersten Godzilla durchgehen? Oder als ein Reboot oder ähnliches? Sebastian, was sagst du dazu? Ja, also warum nicht, ne? Ich meine, es hat ja allen Anklang, dass es genau hier jetzt was sein soll, was irgendwie weitergeführt wird. Gerade wenn man dann zum Schluss sieht, dass ja noch so dieses Stück Fleisch von Godzilla da dann doch anfängt wieder so zu bubbeln und sich zu verformen und dass da jetzt dann offensichtlich der nächste Godzilla irgendwie heranwächst. Also klar, warum nicht? Und ich glaube, allein der Erfolg, den dieser Film jetzt ja hat, also ist ja irgendwie, glaube ich, der erfolgreichste japanische Film in den USA seit gefühlt Millionen von Jahren und auch irgendwie, also der bricht ja gerade in den USA irgendwie alle Rekorde, ist ja jetzt schon irgendwie ein super erfolgreicher Film geworden. Also da wird Toho sicherlich irgendwie drauf setzen, da das in irgendeiner Weise fortzuführen. Aber das ist halt auch das Gute an den Godzilla-Filmen gewesen. Es war jetzt nie was, wo du gesagt hast, okay, der nächste Film muss jetzt Sachen aus dem Vorgänger aufgreifen oder sowas. So, das ist, es steht halt immer irgendwie für sich. So, ich glaube, du hast ja in der, ich weiß gar nicht, ich glaube, in dieser Millennium-Ära, da gibt es das, dass sie dann mal so versuchen, dass so einige Figuren dann nochmal wieder irgendwie auftauchen. Aber am Ende des Tages brauchst du Godzilla und das war's so. Und das finde ich irgendwie eigentlich ganz, ganz cool, dass man jetzt sagt, ja klar, das ist jetzt hier so ein bisschen so ein neuer Punkt, an dem wir loslegen und dann, weiß nicht, ich meine, die ganzen Godzilla-Filme werden ja immer so in Ehren eingeteilt und dann kommt jetzt, vielleicht ist jetzt hier der Startpunkt, wo sie sagen, okay, jetzt kommt die nächste Ära, jetzt kommt die Minus-One-Ära oder so, wo man darauf dann irgendwie ein bisschen weiter aufgreift. Von mir aus gerne, also ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass sie so bestimmte Sachen aus dem allerersten mit aufgreifen, weil, seien wir mal ehrlich, wie viele Leute würden jetzt noch hingehen und sich einen alten Schwarz-Weiß-Film von 1954 angucken, einfach nur, weil drei Typen hier auf YouTube jetzt sagen, ja, aber das ist ein geiler Film, den müsst ihr euch anschauen. So, das ist natürlich, es ist natürlich sowas wie Minus One, so wenn der jetzt ein größeres Publikum hat, wo die Leute sagen, okay, oh Mensch, Godzilla, ja doch, das interessiert mich. Und darauf dann irgendwie so ein bisschen aufbauen, immer wieder gerne. Das ist richtig, ja. Ganz kurz, bevor wir zu dir kommen, lieber Herr Panda, nochmal eine ganz wichtige Frage. Toho scheint jetzt ja aber parallel zu Monsterverse auch die eigenen Filme weiter zu produzieren, schätze ich einfach mal. Es wurde mal der, wie haben sie es genannt, World of Gojira-Plan in den Raum geschmissen. Was sich für mich schon wieder nach so einem Universen-Phasenplan anhört. Aber ich glaube, Toho ist da zu schlau dafür, um da irgendwie sowas Liebloses rauszuhauen. Wenn aber die Toho-Filme jetzt wirklich, sagen wir mal, alle 2-3 Jahre rauskommen und wieder diesen Erfolg haben und das Monsterverse macht dann wirklich immer weiter lieblose Filme, die nicht so gut ankommen, könnte das ja dann dafür sorgen, dass das Monsterverse dann eher nach und nach, naja, verschwindet in der Versenkung. Durch die Toho-Filme eigentlich. Die eigene Konkurrenz ist dann im Endeffekt das eigene Produkt. Könnte das passieren? Also wäre das eine Möglichkeit, dass das wirklich vorkommt? Ich gebe das mal erstmal an den Pandamann. Sonst habe ich das Gefühl, ich klaue hier die ganze Sprechzeit. Ich finde das voll cool. Ich babbel immer so viel, wenn ich bei Tobi mit dabei bin. Ich finde das immer cool, dann auch noch andere zu hören. Ich denke, dass könnte theoretisch passieren, natürlich, wenn Warner Brothers halt sagt, oder auch Legendary, je nachdem, wer da jetzt dann dahinter steckt, als Hauptgeldgeber, ey, die spielen halt einfach nichts ein, dass sie dann einfach sagen, ja, lohnt sich nicht so ungefähr. Allerdings glaube ich, dass Toho eventuell da irgendwie auch noch seine Finger mit im Spiel hat und sagt, nee, macht mal weiter, so ungefähr, weil wir haben hier noch so einen übergeordneten Masterplan vielleicht, dass das Ganze dann auch eventuell miteinander noch verbunden wird, so ganz crazy. Ach, hör mir auf, nee. Nee. Das war ein bisschen blöd, würde ich sagen, aber
Ich könnte es mir schon vorstellen, tatsächlich, dass die irgendwie mit dieser World of Godzilla tatsächlich auch sowas planen, dass du halt wirklich sagst, in einer entfernten Dimension oder so, kann es dann auch sein, dass dann das Monsterverse noch irgendwie dann mit diesem Toho-Universum dann koexistiert, irgendwie sowas. Also Nee, vielleicht ey. auch mit Pacific Rim. Das würde ich eher akzeptieren, ja. Pacific Rim würde ich eher akzeptieren, als mit Toho das Ganze jetzt wieder zu verbinden. Du musst ja nicht immer alles miteinander verbinden. Sonst kommen wir echt irgendwann noch dann dahin, wie Iron Man auf Godzilla reitet, während er einen T-Rex an der Leine hat und mit dem Lichtschwert rumeiert. Du musst ja nicht immer alles miteinander verbinden. Und das zeigt uns aber auch, finde ich, so Filme wie jetzt Minus One, der doch sehr losgelöst ist. Es gibt Theorien darüber, ob Minus One vielleicht eine Vorgeschichte von irgendwas sein könnte. Ich habe mal die Theorie aufgeschmissen, dass Minus One, aufgrund dessen, dass wir am Ende noch so ein Stück von Godzilla sehen, das übrig ist, was wohl auch das Herz sein soll, könnte die Vorgeschichte zu Shin Godzilla sein. Und da hat mir jetzt jemand auf Facebook geantwortet, das könnte nicht sein, aus bestimmten Gründen. Er hat mir das auch ganz gut erklärt und ist dann darauf eingegangen, dass Toho bereits bestimmte Filme miteinander verknüpft hat. Er hat, also mir wurde das so erklärt, dass du musst dir dieses Godzilla-Universum vorstellen wie so ein Baum. Und von diesem Baum gehen immer wieder Äste auseinander, die aber dann auch wieder zusammengeführt werden. Das heißt, wir haben anscheinend schon eine Art Universum. Er ist darauf eingegangen, dass zum Beispiel der allererste Godzilla-Film wohl nochmal wichtig wird für irgendeinen, der ganz viel später kommt. Da wird dann aber auf den nochmal Bezug genommen. Ich habe mir das nur so sagen lassen. Ob das stimmt, weiß ich jetzt wirklich nicht. Ja, nee, das stimmt, weil es wird ja irgendwie gesagt, dass durch den Oxygen Destroyer auch kleine Lebewesen im Umfeld von diesem, ich weiß nicht mehr, welches Monster das war, aber Destroyer, oder? ja, stimmt, genau, ja, siehst du, ja, genau, und das sind ja dann erst kleine Viecher, die sich zusammenwursteln und so. Also das haben die ja schon häufiger gemacht, so dass dann halt, ach, ich meine auch gerade alles rund um Ghidorah und so, das wird ja dann auch immer irgendwie. Das wird ja dann noch richtig crazy mit irgendwelchen Zeitreisenden aus der Zukunft, die irgendwie zurückkommen, um das zu machen. Also diese Verbindung gibt schon da und das kann man ja auch immer fröhlich weiterspielen. Und ich glaube, es hatte ja schon auch irgendwo einen Grund, dass Hollywood und Toho sich darauf geeinigt haben zu sagen, okay, wenn wir jetzt mit dem Monsterverse anfangen, macht ihr bitte erstmal keinen weiteren Film. So, und ich meine, der Godzilla Minus One ist für mich jetzt das beste Beispiel. So, sobald du halt einen Toho-Film machst, den die halt auf eine ganz, ganz andere Art und Weise produzieren, als jetzt dann das, was wir da aus Hollywood bekommen, ist da natürlich die Konkurrenz da. Und wenn die jetzt bei Toho sagen, ja, okay, aber wir wollen jetzt auch wieder ein bisschen mehr machen und wir wollen vielleicht auch nochmal wieder ein paar andere kultige Kaijus aus diesem ganzen Godzilla-Universum mit dazu holen, dann werden die eine größere Konkurrenz wieder werden. Und Godzilla Minus One zeigt ja, dass das Publikum auch bereit ist dafür, weil sonst hieß es ja immer, oh, die in den USA, die gucken ja nichts, was nicht irgendwie von Hollywood kommt, so, weil da müssen sie Untertitel lesen und bla bla bla. Aber allein so durch das ganze Streaming-Ding und so, so sind die Leute da ja auch ein bisschen offener geworden. Und ich finde, der Erfolg von Godzilla Minus One spricht halt auch so ein bisschen dafür, dass die Leute genau sowas mal wieder sehen wollen. Und das Monsterverse bedient das für mich nicht so richtig. Auch wenn ich so diesen Kampf zwischen Godzilla und Kong da auf den Flugzeugträgern im letzten Teil irgendwie ganz, ganz nice fand, so, weil du halt auch schon so ein bisschen das Gefühl hattest, so, ja, okay, du spürst so die Wucht, die hinter Kongs Schlägen sind. Ist es für mich einfach nicht das Gleiche, weil das, was du vorhin gesagt hattest, Tobi, am Ende des Tages sind es bei diesem Monsterverse immer so diese Menschen, die mich so null interessieren. Es fing schon bei dem ersten Film an und es zieht sich durch die Bank durch, so wo ich mir sage, so, boah, komm, wann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich Monster sehe, so. Und von daher soll die das hier gerne weiter fortführen und es muss für mich nicht mal so eine Fortführung sein, dass jetzt die Handlung direkt aufgegriffen wird oder irgendwie sowas. Das war ja auch, dass sich viele erhofft hatten, dass Shin Godzilla 2 dann eigentlich jetzt der nächste Film sein wird, weil alle so Shin Godzilla mochten. Wo ich aber auch sage, Shin Godzilla ist für mich halt auch so ein Punkt. Ich liebe, liebe, liebe das Monster-Design. Ja. Absolut grandios, vor allen Dingen, dass du diese vier unterschiedlichen Phasen hast, dass du erst diese komische Schlange hast, dann dieses kleine, dieses merkwürdige
Viech, was noch nicht richtig so auf zwei Beinen laufen kann und wie er denn so größer wird und diese ganze Nummer zum Schluss, wenn selbst aus seinen Stacheln im Rücken dann irgendwie die Strahlen rausballern. Aber da fand ich die menschliche Story, so dieses ganze Politische, war mir zu öde. Deswegen finde ich es okay, wenn sie sagen, okay, gut, Minus One machen wir jetzt wieder so. Und klar könntest du es direkt fortsetzen, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie sagen, okay, und der nächste Teil spielt dann, weiß ich nicht, 30 Jahre später oder 50 Jahre später oder jetzt dann halt wieder in der Gegenwart und wir ziehen es ganz anders auf. Das Einzige, was ich wirklich nicht möchte, ist, dass sie sagen, ja, wir verbinden das mit dem Monsterverse. Weil das, da hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich würde da jetzt aber auch keinen Weg sehen, wie sie das irgendwie schlau umsetzen könnten. Keine Ahnung. Weil du auch eben Shin Godzilla angesprochen hast. Wenn wir jetzt über das Ende von Godzilla Minus One sprechen, würde ich mal gern gleich eure Meinung dazu wissen, was ihr vom Ende haltet. Also meint ihr, das ist wirklich ein Ende, das eine Zukunft andeutet? So quasi dieses typische Horrorende. Eigentlich ist die Gefahr gebannt und dann kommt am Ende aber noch die Teufelshand aus dem Boden raus. Glaubt ihr, das ist einfach nur eine Hommage an einen anderen Film? Habe ich mir nämlich auch sagen lassen, es gibt wohl schon irgendeinen Godzilla-Film, der genauso endet. Oder meint ihr einfach, die lassen es wie bei Shin Godzilla einfach so im Raum stehen? Denn ich fand bei Shin Godzilla, fand ich es so genial, dass der Film eben so endet, wie er endet. Ich brauche da auch keinen zweiten Teil mehr. Der Film endet ja damit, dass Shin Godzilla anfängt, aus seinem Schwanz diese humanitären Wesen schon freizusetzen. Und es gab mal ein ursprüngliches Skript, wo die das Ganze weitergesponnen haben. Und das sollte eigentlich so weit werden, dass Shin Godzilla am Ende ein Omniwesen darstellen sollte. Da bin ich froh, dass sie halt hier einfach vorher einen Cut gemacht haben. Ich muss da jetzt nicht sehen, wie dann da Menschen-Godzilla-Hybride rumrennen. Das brauche ich irgendwie nicht. Lieber Herr Panda, wie stehst du zum Ende von Godzilla Minus One? Meinst du, es geht weiter oder meinst du, das ist einfach nur ein lustiger Cliffhanger? Ich glaube, das beste Beispiel ist tatsächlich John Wick, der aktuelle. Weil das, ne? Sebastian weiß, glaube ich, was ich meine direkt. Das ist halt, ja, du hast es schon noch irgendwie offen. Allerdings weiß man auch nicht, was passiert, denn wenn die Zellen jetzt weiter absinken. Man hat ja gesehen, dass Godzilla selber ja schon so ein bisschen bewegungsunfähig dadurch wurde, dass er wirklich so schnell jetzt nach unten gesogen wurde. Die Frage ist dann, was passiert dann mit den Zellen, wenn die jetzt weiter absinken? Vielleicht gehen die vielleicht noch kaputt oder bastelt sich daraus jetzt wirklich wieder ein neuer Godzilla, man weiß es halt nicht, ne? Es ist halt einfach ein sehr offenes Ende, ne? Das ist ja aber die schöne Wenn er jetzt Frage. erfolgreich, wenn er halt jetzt erfolgreich wird, könnte ich mir vorstellen, dass sie wirklich sagen, okay, wir machen da weiter. Aber ich würde es cooler finden, wenn sie es nicht machen, glaube ich. Also auch ein alleinstehender Film einfach. Mit der offenen Frage, wie könnte es jetzt weitergehen? Das macht Shin Godzilla ja aber nicht anders. Der wird ja am Ende eingefroren, meine ich. Und da gab es ja auch immer die Frage, was, wenn der jetzt aber wieder auftaut? Oder was, wenn die Erderwärmung jetzt auf einmal dafür sorgt, dass der auftauen würde. Und diese Frage lässt uns einfach so ein bisschen alleine damit. Ich finde aber tatsächlich, dass in Shin Godzilla sich ja schon die Frage gestellt hat, klar, wie wird es weitergehen? Allerdings war dieses Ende ja auch so ein krasses Statement, dass du halt sagst, okay, was könnte nach dieser riesigen Bestie, die alles kaputt gemacht hat, noch kommen? Was kann denn noch bedrohlicher sein? Antwort, klar, vielleicht ein bisschen plump, der Mensch. Weil, ne, Godzilla Stimmt. splittet sich halt auf in kleine Godzilla-Menschen, die im Prinzip das Bedrohlichste sind, was er selber kennt. Ne? Und das fand ich halt irgendwie ganz interessant. Ja, Auf jeden Fall, ja. bei Shin Godzilla, glaube ich, hätte ich sogar noch eher verstanden, wenn sie das trotzdem noch mal irgendwie aufgreifen wollen, würden in einem zweiten Teil. Bei Minus One finde ich jetzt, ist jetzt einfach wirklich so ein Punkt, wo du halt sagst, okay, wir müssen da jetzt keine direkte Fortsetzung zu machen. Aber wenn halt der nächste Film kommt, können wir immer wieder sagen, so, wenn es halt trotzdem immer noch so in diesem Minus One-Universum spielen soll, ja, dann lag dieses letzte Stück Fleisch halt irgendwie die letzten 60 Jahre oder so da irgendwie auf der Erde und dann ist nochmal wieder irgendwie was passiert und dann kommt jetzt Godzilla wieder so. Also das ist halt, du hast so diesen Horror. Begriff so in den Raum geworfen, Tobi, so, das ist halt so, ne? Ja, Michael Myers ist tot und dann, oh, aber wo ist denn seine Leiche hin? Oder sowas halt so. Und das hast du hier einfach auch, weil natürlich wird da irgendeine Form von Fortsetzung kommen. Natürlich wird man das fortführen, weil, wie gesagt, wir sind bei Film Nummer 33. Das ist nicht umsonst eine der längsten
Filmreihen der Welt, weil es halt die Leute irgendwie anspricht und du mit jedem Film eigentlich auch immer wieder so ein bisschen was Neues machen kannst. Und ich glaube, das ist so das Problem auch beim Monsterverse, dass sie halt die ganze Zeit versuchen, das so krass miteinander zu verbinden. Und dann hast du halt dieses ganze Monarch-Ding, wo du dich immer noch fragst, so, wie funktioniert das jetzt alles? Die bei Toho sagen sich, okay, ihr wollt Spektakel und ihr wollt irgendwie eine Story dazu haben, okay, kriegt ihr. Und dann muss es jetzt nicht zwingend aufeinander aufbauen. Richtig, ja. Aber das unterstützt auch so ein bisschen immer mein Rumgemecker, was Universen angeht, finde ich, was du gerade gesagt hast, Sebastian. Universen sind, finde ich, immer dazu, so verdammt zusammenzugehören. Da muss irgendwas verkettet sein. Das jüngste Beispiel, wo ich mir gedacht habe, es ist so sinnlos oder so überflüssig, das war bei Secret Invasion. Warum mussten wir jetzt noch mitbekommen, dass Rhodey eigentlich schon ein Skrull war, längst bevor der und der Zeit, damit wir wissen, ah, das spielt also doch noch eine Rolle in den und den Filmen. Dieser Zwang, dieses Zusammengehören. Und Thor zum Beispiel macht das ja nicht wirklich. Ich meine, Shin Godzilla hätte man einfach fortsetzen können, klar. Aber sie haben sich gesagt, nee, wir machen einfach jetzt wieder was relativ Eigenständiges. Ich sage relativ, weil eben dann doch sehr viele Einflüsse von anderen Filmen mit da drin waren. Und ich finde das auch super. Ich habe das zum Beispiel auch so verstanden. Ich verbinde Godzilla immer damit, oder ich versuche immer herauszufinden, wofür jetzt Godzilla sinnbildlich steht. Der allererste Godzilla war sinnbildlich für die Angst vor Atomwaffen gewesen. Der Shin Godzilla war ja quasi eine riesige Metapher dafür, wie überfordert die Menschen waren. Oh Gott, wo war denn dieses Erdbeben nochmal gewesen, dieses schreckliche? So ein bisschen Fukushima, so, und diese Tsunami. Genau, richtig, genau. Das soll ja der darstellen. Das soll ja auch dann so zeigen, wie überfordert die Menschen dann damit sind. Und ich habe bei Godzilla Minus One, habe ich Godzilla mit dem Kriegstrauma verbunden. Godzilla soll das Kriegstrauma symbolisieren. Und sobald er weg ist, fängt er dann noch einmal an, der Film irgendwie ein bisschen heller zu werden. Wir gehen ins Krankenhaus, die Frau hat noch überlebt, offenbar ist alles glücklich. Aber unter dem Wasser brodelt immer noch so ein bisschen was von diesem Nachkriegstrauma. Das war für mich so symbolisch dafür. Das kann immer wieder aufflackern. Das geht nie wirklich weg, weil auch das Thema Nachkriegstrauma ist ja hier ein Riesending in dem Film. Und ja, du nimmst mir zum Beispiel dann so ein bisschen diese Interpretationsspanne weg, indem du mir in einem Universum zum Beispiel alles bis zum letzten Detail tot erklärst. Dann habe ich die nicht mehr, diesen Spielraum quasi, der auch mit Diskussionen anregt. Wenn ich heute mit einem Kollegen, mal ganz kurz zu einen Bogen zu Videospielen zu machen, über Alan Wake rede. Als Beispiel. Das Spiel ist schon über 13 Jahre alt und wir kommen immer noch an bestimmte Punkte, über die wir diskutieren, weil sie eben nicht tot erklärt werden. Und ich finde, das macht dieser Film hier auch. Ähnlich wie auch Shin Godzilla. Hier bleiben noch sehr viele Fragen offen, über die kann man diskutieren. Und mir macht das einfach mehr Spaß, als einfach nur aus dem Film rauszugehen, alles vor die Nase gesetzt zu bekommen und dann einfach nur zu sagen, jo, war ganz okay. Aber du hast ja dann keinen Gesprächsbedarf mehr. Ich habe mich mit dem lieben Pandamann nach dem Kino erstmal ins Auto gehockt und wir haben erstmal, glaube ich, nochmal eine Stunde über diesen Film geredet. Das habe ich bei einem Monsterverse oder bei einem Marvel-Film habe ich das nicht. So, da gehe ich raus und denke mir, war gut oder nicht so gut. Tschüss. Das ist dann vorbei. Ja. Würdet ihr sagen, dass Godzilla Minus One mitunter einer der besten, wenn nicht sogar der beste Toho-Film wäre? Lieber Herr Panda, fang du mal an. Boah, das ist hart. Das ist sehr hart. Ja, das kommt halt, glaube ich, auch krass auf die Stimmung an. Also zum Beispiel finde ich tatsächlich momentan, wenn ich wirklich danach gehe, welchen Film ich so, ja, nach objektiven, in Anführungsstrichen, Maßstäben mich am besten finde, würde ich tatsächlich schon sagen, dass der erste Godzilla 1954 und Shin Godzilla so bei mir relativ weit oben sind. Und danach würde ich dann tatsächlich sagen, Minus One, ja. Aber wie gesagt, das ist halt krass stimmungsabhängig. Kann auch sein, dass ich dann an einem Tag dann eher Lust auf wieder was Goofiges habe und dann ziehe ich mir Godzilla gegen Biollante rein, weil ich da einfach keine Lust drauf habe und dann ist der für mich gerade wieder so ganz oben. Also das ist schwierig eher zu sagen, aber ich würde ihn nicht ganz oben sehen, eher so an zweiter oder dritter Stelle tatsächlich. Wie ist das bei dir, Sebastian? Da kann ich mich tatsächlich anschließen. Also es ist definitiv einer der besten, aber es ist für mich nicht der Beste. Also der Beste ist für mich einfach immer noch, so blöd es dann klingt, der allererste. Weil ich finde, der hat so diese Gratwanderung zwischen
Monsterfilm und Drama und so das ganze historische irgendwie Aufarbeiten von der japanischen Kultur, da finde ich sehr, sehr gut mit reingebracht. Und wie gesagt, den kann man sich auch heute noch angucken. Der wirkt jetzt irgendwie nicht zu veraltet oder sowas. Und dann würde ich aber schon fast sagen, kommt schon sowas wie Minus One so. Einfach, wenn ich halt wirklich danach gehe, wie funktioniert der für mich als Gesamtfilm? Und da zähle ich halt dann auch den ganzen menschlichen Kram mit dazu. Und das ist halt bei den ganzen eher albernen Godzilla-Filmen schon so, dass du halt einfach nur darauf wartest, okay, wann kloppt sich Godzilla da halt wieder mit dem King Kong, das gab es ja auch, oder wann kommt halt Destroyer oder wann kommt Space Godzilla oder irgendwie sowas. Das sind halt alles herrlich verrückte Sachen, aber da haben mich die menschlichen Geschichten nie so interessiert, und das ist bei Minus One auf jeden Fall mehr der Fall, weil, wie wir jetzt schon gesagt haben, der Fokus auch viel mehr auf den Menschen liegt. Und deswegen wäre der, glaube ich, wenn ich es jetzt so hintereinander stellen müsste, wäre der bei mir auf Platz 2. Und dann würde bei mir Shin Godzilla kommen, einfach weil ich den wegen dem ganzen Monsterzeug wirklich absolut fantastisch finde. Und der da ja wirklich für mich persönlich auch einfach Maßstäbe gelegt hat, wie man mit dem Wesen Godzilla noch umgehen kann. So, weil alle anderen sind ja dann immer mehr so in die Richtung gegangen, okay, wir machen was Verrücktes mit den Monstergegnern. Aber Shin Godzilla hat ja aus diesem ganzen Ding Godzilla halt so unterschiedliche Phasen und was da alles noch mit so passiert. Aber ja, Godzilla Minus One finde ich mittlerweile wirklich absolutes Pflichtprogramm für jeden Godzilla-Fan. Wir müssen mal noch über eine der wichtigsten Sachen sprechen, über die wir noch gar nicht geredet haben. Das jetzt andauernd hier, seht ihr diesen Daumen, der bei mir andauernd aufploppt? Das kommt ständig, wenn ich einfach nur meine Hand in irgendeiner Form bewege. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Eine der wichtigsten oder eine der legendärsten Szenen in Shin Godzilla ist ja auf jeden Fall der Atomic Breath gewesen. Und ich habe mir erst so gedacht, da hast du mir, Sebastian, da hast du mir noch im Urlaub geschickt, den Trailer, wo der Atomic Breath von Godzilla Minus One so kurz angedeutet wurde. Das sah ja unfassbar geil aus, ne, wo so die Schuppen aus dem Schwanz rauskommen. Und ich dachte mir erst, die gehen jetzt ernsthaft diesen Weg, den sie auch bei X-Men gegangen sind, wo quasi einmal die Szene mit Quicksilver extrem cool angekommen ist, und jetzt müssen sie die aber in jedem Film wiederholen. Und ich dachte, das machen sie jetzt auch hier. Und wenn man diese beiden Atomic Breaths gegeneinander setzen müsste, ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil der eine ist ja schon fast eine Kunst für sich. Welcher von beiden ist bei euch jetzt heftiger angekommen? Sebastian, fang du gerade mal an. Also vergleichen wir jetzt Shin Godzilla und Minus One, oder wie? Nur die Atomic Breath-Szenen. Ja, okay. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig, weil ich finde, der Shin Godzilla, allein wenn sich so sein Maul ja auch so komisch öffnet, so wo er dann noch irgendwie so gefühlt, als würde er sich hier noch aufreißen und er dann doch so ein bisschen weitergeht. Das ist auch schon ziemlich geil. Aber ich muss tatsächlich sagen, so rein vom Inszenatorischen her fand ich das in Minus One so ein Müh besser. So dieses, als würde er sich über die Schuppen auf seinem Rücken so aufladen. Und das, ich fand das schon im Trailer so geil, so wenn du so. Und dann schießt er diesen Strahl und da hast du so für so eine Millisekunde so eine Todesstille und dann geht diese Explosion los. Also deswegen, also bei Minus One fand ich auch einfach so diese ganze Zerstörungsorgie so rum fantastisch. Shin Godzilla ist da auch super. Also deswegen, fragst du mich morgen, sage ich vielleicht was anderes, aber ich fand so hier, ich glaube dadurch, dass wir hier auch in Minus One Godzilla nicht so häufig gesehen haben, worüber wir auch schon geredet haben, hat es nochmal eine viel größere Wucht, wenn dann dieser Atomic Breath tatsächlich kommt. Auf jeden Fall, ja. Der liebe Panda hat mir, und ich finde, das passt perfekt zu dem Atomic Breath, du hattest danach zu mir gesagt, das hat sich angefühlt, wie als würde der so ein Projektil schießen. Er hat ja erst so diese Schuppen aufgeladen und dann in sich selber reingedrückt und auf einmal schießt er dieses Projektil daraus.
Und wie waren deine Meinung dazu gewesen, lieber Herr Panda? Du fandest den, glaube ich, nicht ganz so beeindruckend wie den bei Shin Godzilla. Ist das richtig? Das stimmt. Ich fand ihn auch cool. Vor allem, weil er halt tatsächlich aussah wie eine Atombombenexplosion dann am Ende mit diesem Atompilz auch. Was dann natürlich auch wieder sehr gut zur Geschichte von Japan gepasst hat. Aber ich fand den von Shin Godzilla nochmal beeindruckender, weil ich auch großer Fan davon bin, wie die Musik eingesetzt wurde einfach. Und dieser krasse Kontrast natürlich, dass Nacht war und dass du dann das langsame Aufleuchten des von dem roten Feuerstrahl in diesen lila Laser, der einfach überall durchgelasert hat. Und die Musik, die halt so ein bisschen ja auch die Gedanken von Shin Godzilla, was wieder typisch ist für Hideaki Anno, dass er halt so Kleinigkeiten da noch mit einbaut, dass diese Musik die Gedanken von Shin Godzilla, während er die Stadt platt macht, quasi auch nochmal widerspiegeln soll. Und allein, dieses, dass der halt schon wieder so auf 3, 4 anderen Ebenen nochmal denkt, das finde ich irgendwie super cool. Der singt ja irgendwas, der singt ja irgendeinen Text von wegen, wenn ich nicht mehr da bin, werdet ihr auch nie wissen oder nie verstehen, wie ihr gegen eine Bedrohung oder sowas vorgehen sollt. Ne? Irgendwie so nach dem Motto, ich muss passieren, damit ihr darauf erst reagieren könnt. War das nicht so ein Ding gewesen? Es war tatsächlich mehr so, dass er darüber nachgedacht hat, was wäre, wenn er nicht mehr in dieser Welt wäre. Also wenn er jetzt im Prinzip direkt sterben würde, was würde dann passieren? Und das ist halt wieder so dieses Typische für Hideaki Anno, dieses, dass er versucht, so eine psychologische Ebene nochmal mit einzubauen. Das hat er auch sehr oft in Neon Genesis Evangelion gemacht, dass er halt immer wieder ja die Psyche seiner Protagonisten, in dem Fall war es dann halt interessanterweise Shin Godzilla selber, wo man dann in die Psyche reingeschaut hat, dass er das dann mit eingebaut hat über die Musik. Und dass er dann wirklich gesagt hat, okay, dass Godzilla selber nicht weiß, was mit ihm passiert und dass er auch nicht weiß, wie sein Körper reagiert, weil das für ihn dann so eine Art Selbstschutzmechanismus war, dass er diesen Atomic Breath losgelassen hat und dass du da dann auch wieder interpretieren kannst, okay, tut ihm das weh? Oder ne, fragt er sich wirklich einfach nur, was soll das jetzt? Warum reagiert mein Körper so? Ich will vielleicht gar nicht auch alles kaputt machen, aber ich weiß einfach nicht, was mit mir passiert so ungefähr, dass diese Tragik von Godzilla da noch mit reinspielt. Das finde ich halt immer sehr cool. Da bin ich ein großer Fan von. Wenn du sowas auch beim Godzilla von Minus One so unterschwellig mit drin sein, weil da haben wir ja eigentlich über Godzilla selber gar nichts erfahren. Wir wissen nicht, wo der herkommt. Also es gab Andeutungen oder was der wirklich wollte im Endeffekt. Und es gibt eine Szene, in der Godzilla läuft ja immer durch die Städte dann durch und guckt immer ganz fokussiert geradeaus. Schon fast monoton. Und irgendwann gibt es die Szene, wo aber dann die Musik sehr tragisch einsetzt. Und dann hast du auf einmal das Gefühl, dass Godzilla auch schon fast wie in so einem Kriegstrauma gefangen geradeaus guckt und so ganz betäubt durch die Stadt durchläuft. Vielleicht denke ich da auch zu viel rein. Aber ich habe mir auch gedacht, vielleicht hat man sich da auch ein bisschen mehr dabei gedacht bei der ganzen Nummer. Vielleicht kann man da auch Sachen reininterpretieren in die Geschichte. Was ich ganz krass fand am Ende von Atomic Breath, dass dieser schwarze Regen am Ende nochmal runtergekommen ist. Stimmt. Dieser schwarze Regen repräsentiert ja auch diesen, wie heißt es? Also im Prinzip ist, wenn diese ganze Asche und diese ganze atomare Energie nach oben steigt und dann sich in eine Wolke formt und dann das alles runterregnet, dass du diesen schwarzen Regen hast, was ja auch dann wieder repräsentativ ist für Hiroshima und Nagasaki, wo das wohl auch so gewesen sein soll damals, dass du das dann noch so mit eingebaut hattest. Das finde ich auch cool, dass sie dann wirklich auch so diese tragischeren Elemente und dieses, okay, was damals passiert ist, nochmal aufleben lassen, was auch dann wieder für dieses Trauma, was der Protagonist hat, natürlich auch nochmal wichtig ist. Das fand ich ganz cool, dass wir das noch mit eingebaut haben. Aber stimmt, das war so eine schwarze Flüssigkeit, ne, quasi, was runtergekommen ist. Weil dann können wir jetzt auch schon mal ganz zum Ende springen. Es gibt nämlich am Ende noch eine Szene, über die habe ich auch komplett vergessen gehabt. Spricht so gut wie gar keine. Nämlich, dass wir am Ende ja sehen, wie die Love Interest von unserem Hauptcharakter, von Ruffy, überlebt hat und im Krankenhaus aufwacht. Und dann umarmt er sie und dann siehst du an ihrem Hals, dass die Adern auf einmal schwarz werden. Also da geht diese Flüssigkeit quasi hoch. Meine Frage wäre eigentlich gewesen, was kann das bedeuten? Das hast du jetzt aber vielleicht sogar schon beantwortet. Ist die radioaktiv verseucht gewesen? Das kann tatsächlich sein. Ich habe so tatsächlich auch nie drüber nachgedacht, bis ich das gerade wieder erwähnt hatte, aber das wäre tatsächlich irgendwie passend, ja.
Also würde auf jeden Fall, glaube ich, passen. Ich meine, sie ist ja da in Ginza gewesen, genau wo er halt da auch die Stadt zerstört hat. Und muss man halt gucken, ne? Wenn man das irgendwie aufgreift in irgendeiner Fortsetzung, ob man da dann sagt, okay, das ist dann doch nochmal wieder was anderes, weil es eine andere Form von Fallout ist, weil es eben so eine Art biologischer Fallout ist, der durch Godzilla beeinflusst wurde. Und dann könnte man halt vielleicht auch sagen, okay, geht das so ein bisschen dann wieder in die Richtung von Destroyer, das ja, wo ja damals der Oxygen Destroyer aus dem ersten Teil auch dafür gesorgt hat, dass sich so Moleküle im Umfeld irgendwie verändert haben und zu irgendwelchen Sachen zusammengeschlossen haben. Also ja, ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen an diesem Punkt, den Tobi ja vorhin auch meinte, so nach dem Motto, ah, wie geil das, was man da eigentlich alles so an Theorien so reinwursteln kann. Und am Ende des Tages sagen die sich, ja, sah halt cool aus. Und wir haben gedacht, ja, für einen Horrorfilm oder so passt das ja dann auch. Wenn der Love Interest da auch noch irgendwie was hat oder so. Ist, glaube ich, so ein bisschen dann auch so wie man das dann halt lesen mag, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine feine Note, weil genau dann hast du ja diese Szene, wo du siehst, okay, irgendwas von Godzilla hat halt auch noch überlebt. So, wie gehört das jetzt alles zusammen? So, das ist ganz Oh. spannend. Ich glaube, die bauen doch was auf. Wo wir das gerade nochmal so erzählen, ich glaube, da wird doch was aufgebaut. Ich habe Das lieber ist ein sehr Panda. guter Punkt gewesen, dass von Godzilla noch was bleibt. Vielleicht hat sie dann jetzt tatsächlich ein Trauma nicht vom Krieg, sondern von Godzilla. Und das könnte das dann ja auch irgendwie repräsentieren, dass der Protagonist selber hat das jetzt so ein bisschen überwunden, dass er halt im Krieg nicht für Japan gestorben ist und sich geopfert hat. Und das mit diesem Trauma zieht sich jetzt aber bei seinem Love Interest weiter. Und dass er dann doch irgendwie nicht davon wegkommt. Sehr Theoretisch könnten interessant. sie damit ja dann auch in diese Richtung gehen. Es gab ja dann auch bei Toho immer so, dass es halt bestimmte Menschen gab, die diese Verbindung zu Godzilla hatten oder Ja. so. Wenn du ganz blöd jetzt weiterdenken würdest, könntest du auch irgendwie dann sowas bringen, so nach dem Motto, dass sie jetzt halt. Aber dann müsstest du auch sagen, okay, aber da waren ja noch zig andere Menschen, die da überlebt haben, die müssten das auch alles haben. Und vielleicht greift man so dann wieder die Idee aus Shin Godzilla auf und verbindet das dann irgendwie. Aber Aber sie du wird zu bist gut. Shin Also ich hatte Godzilla. tatsächlich. Ja, du bist gut. Ich hatte tatsächlich auch schon so im Kopf, okay, wenn die dann irgendwie gebrandmarkt ist von Godzilla. Hinterher kriegen die dann ein Kind und das Kind hat dann eine Connection zu Godzilla und dann geht's richtig los. Also Und da das ist bin dann ich der wieder voll kleine bei Shin Affe aus Godzilla. dem Godzilla and Kong Film. Der kommt dann am Ende als Kind bei raus. Und dann haben wir auch die Connection von Toho zu Monsterverse. Gut. Hoffentlich nicht. Ja gut, auf jeden Fall. Doch, ich glaube tatsächlich, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Ich könnte wirklich wetten, weil die haben jetzt ja wirklich zwei offene Sachen ins Ende eingebaut, dass da dann vielleicht doch noch ein Plan dahinter steckt, dass die jetzt vielleicht auch sagen, hier, wir machen da jetzt auch nochmal weiter. Abschließende Frage nochmal an euch beide. Glaubt ihr, wir müssen jetzt wieder so lange warten auf einen neuen Toho-Godzilla-Film wie zwischen Shin Godzilla und Minus One? Oder meint ihr, es geht jetzt schneller? Sebastian. Ich glaube, jetzt geht es schneller. Also ich glaube, die Tatsache, dass wir jetzt zwischen Shin Godzilla und Minus One so lange warten mussten, hängt ja auch direkt mit dem Monsterverse zusammen. Die haben sich da ja vertraglich darauf geeinigt, dass sie eben so lange erstmal nichts machen, was zumindest im Live-Action-Bereich angesiedelt ist. Es gab ja dann noch diese Netflix-Trilogie. Aber ich glaube, da werden wir jetzt nicht mehr so lange warten. Das ist einfach jetzt dieser Punkt, weil sie jetzt den nächsten Toho gemacht haben und weil der jetzt auch noch so krass durch die Decke geht. Da wird Toho schön blöd sein zu sagen, ja, okay, dann warten wir jetzt mal noch irgendwie. Ich wette, die sitzen jetzt schon daran und arbeiten irgendwie, okay, wie können wir das weiter fortführen? Also ich glaube, da müssen wir nicht mehr allzu lange, also nicht so lange warten wie beim letzten Mal. Was war denn der Film, der vor Shin Godzilla rausgekommen ist? Wisst ihr das aus dem Kopf raus? Wie lange der vom Zeitraum weg war? Panda, wie lange war das? Das war 2004 Final Wars. Also waren es, ich weiß gar nicht, 12 Shin Jahre. Godzilla kam ja zwei. 2016 Ja, kam Shin genau. Godzilla. Ja, dann sind es 12 Jahre. Gut. Sehr gut, hoffen wir auf jeden Fall mal, dass es ein bisschen schneller gehen wird. Obwohl, wenn die sich dabei Zeit lassen, man sieht ja, es kommt dann auf jeden Fall mal was Gutes bei raus. Als wenn du Ja, halt und immer diesen. du darfst auch nicht vergessen, ich glaube, so diese ganze Ära von Godzilla vor Shin Godzilla ist nichts, was so große Wellen geschlagen hat.
Weil das ist halt auch dann immer noch mehr so ein japanisches Phänomen gewesen. Shin Godzilla war, glaube ich, ja auch so ein bisschen der erste, eben weil du halt auch hier den Schöpfer von Neon Genesis Evangelion als den Regisseur hattest und das war dann auch so ein bisschen mehr so dieser Push, dass man das auch nach draußen getragen hat und Shin Godzilla ist ja jetzt nun wirklich der Punkt, wo wir da an so einem globalen Phänomen dran sind. Und das, glaube ich, wird halt auch mehr noch dafür sorgen, dass man versuchen wird, da ein bisschen zügiger ranzugehen. Aber das wäre doch echt schön, wenn Toho da wieder ein bisschen mehr Aufwind auch bekommt, dass die erst mit Shin Godzilla so populär wurden, wusste ich überhaupt nicht, dass das erst damit so ein globales Ding wurde. Dann gibt es ja dann vielleicht sogar Godzilla Minus Two, gibt es dann ja vielleicht sogar länger und überall im Kino endlich mal. Und der wird endlich mal gehandhabt wie ein richtiger Kinofilm. Gut. Habt ihr noch abschließende Worte? Habt ihr noch irgendwas, was ihr noch zum Film sagen wollt? Habt ihr irgendwas, was euch am Film gar nicht gefallen hat, zum Beispiel? Dass er aufgehört hat. Gut. Nee, nee, also ich glaube, wir haben, finde ich, alles gesagt, was man sagen kann. Es ist wirklich ein toller, toller Film geworden. Ich war sehr gehypt darauf und hatte dann natürlich, wie es sich bei so einem Hype dann gehört, auch immer so ein bisschen diese Angst, so, ah, jetzt gehst du ins Kino und dann findest du den doch irgendwie gar nicht so toll. Und das, weil man hörte ja dann auch so wie der in den USA ankam und die ganzen Kritiken, die waren ja dann auch alle wirklich so, wow, bester Film und bla bla bla. Aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr toll. Definitiv so ein Top-10-Film des Jahres für mich auch. Also hat mich wirklich als Godzilla-Fan richtig gut abgeholt. Deswegen, also absolute Empfehlung, wenn er denn halt demnächst dann fürs Heimkino rauskommt, weil aus dem Kino ist er ja relativ schnell wieder verschwunden. Leider ja, leider ja. Auf die Laufzeit können wir ganz kurz nochmal zu sprechen kommen. Ist das der längste Godzilla-Film von allen? Ich habe da nur mal nachgeguckt gehabt, ganz grob. Und er ist zumindest mit unter den Top 3. Okay, ja, das, ja gut, aber ich finde das trotzdem mit seinen 2 Stunden, 5 Minuten oder so noch eine annehmbare Zeit. Ja. Gut, was sagst du lieber, Herr Panda? Vor allem bei den ganzen, ja, vor allem bei den ganzen 3-Stunden-Filmen, die wir mittlerweile haben, da ist das ganz schön, mal wieder einen 2-Stunden-Film oder drunter zu kriegen. Das ist schon wieder ganz angenehm. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an Sebastian, wenn das noch Oha, passt hau rein. zeitlich. Und zwar, wie findest du King of Monsters? Also den, ich glaube, 2019er war das, Godzilla. Ich mag den. Ich mag den total. Also ich gehöre Sehr irgendwie gut. zu, ich gehöre irgendwie so in meinem Umkreis zu den wenigen, die bei Godzilla 2 King of the Monsters tatsächlich, ich fand den super. Einfach weil es halt wirklich. Ich habe es ja vorhin schon kurz anklingen, so wenn du Ghidorah rauspackst, dann hast du mich eigentlich schon. Dass da dann auch noch so ein bisschen Rodan und Mothra mit dabei war, fand ich ganz cool, weil das mal dann wirklich so der Monsterverse-Film war, wo ich mir gesagt habe, okay, ja, es ist zwar purer Fanservice und dachte, ja, wir holen hier mit Mothra und wen bringen wir dann noch irgendwie so mit dazu. Aber der hat für mich gut funktioniert. Und den fand ich, der sah auch optisch irgendwie ziemlich geil aus. So Gareth Edwards, erster Godzilla, der war ja so ein bisschen zurückgenommen, hatte zwar auch tolle Bilder. Dann hatten wir irgendwie Kong Skull Island, so, den fand ich nett für das, was er sein sollte, aber wie gesagt, ich bin halt nicht so ein Kong-Fan. Und King of the Monsters fand ich super. Auch so diese ganzen Andeutungen. Und da ging es ja dann auch los mit diesen Andeutungen, so diese Ruinenstadt da im Meer so und sowas alles. Fand ich geil. Fand ich super. Den mag ich total gerne. Sehr gut. Ich mag den auch sehr gerne. Da hat man auch gemerkt, dass der Regisseur ein großer Godzilla-Fan war, weil er so viele Versatzstücke mit eingebaut hat. Das hat super viel Spaß gemacht. Da war das Monsterverse noch gut gewesen. Okay. Gut, dann schließen wir auf jeden Fall damit ab. Godzilla Minus One empfehlen wir, glaube ich, alle drei. Ich hoffe, dass Godzilla and Kong extrem gut wird. Und danach machen wir nochmal einen Stream, wo ihr das dann zugeben müsst. Gerne machen. Und, und wenn er nicht gut ist, machen wir keinen Stream mehr. Dann lassen wir das so im Raum stehen. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für den jetzt schon fast über eine Stunde laufenden Talk zu Godzilla Minus One. Hier hat es übrigens Spoiler gegeben, ihr werdet es mitbekommen haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.